Willkommen bei einer weiteren Folge der Map News. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut verbracht. Es sind hier heute zumindest eine verdammt gute neue Karte, nämlich die Edelbach und auf der anderen Seite die Agrarland. Diese Karte besitzt 212 Felder, 221 landwirtschaftliche Flächen. Sie kommt von Design Farming Official. Und ich stelle diese Karte mal kurz vor, bevor wir zur Elbach kommen. Und hier haben wir zwei Biogasanlagen, fünf Bauernhöfe, 30 Verkaufsstellen, 14 Wälder und. 416,98 Megabyte ist diese Karte groß. Und ein abwechslungsreiches Gelände sollte uns hier entgegenkommen. Das kann ich hier ehrlich gesagt nur bejahen. So, Straßenverkehr haben wir da. Und ehrlich gesagt, diese Karte ist irgendwie, oder ich glaube, die geht hier irgendwie unter neben der Ellerbach. Aber sie ist ehrlich gesagt auch nicht zu vernachlässigen. Und ja, insgesamt haben wir hier fünf Bauernhöfe. Diesen hier, den haben wir im Leichtspiel schon im Besitz. Da haben wir einen Kuhstall mit diversen Fahrzeugen, wie zum Beispiel, ja, der darf nicht fehlen. Hier haben wir die BGA. Ja, hier hätten wir auch schon was. Das ist, schauen wir mal, wo ich mich hier befinde. Ja, hier überall bei den Produktionen steht auch ein Gabelstapler. Hier haben wir Methanisierungsanlage. Okay. Da steht eben auch schon ein Lader, der gehört auch schon. Und ja, hier zum Beispiel bei der Müllbeseitigungsanlage, so steht das nämlich in der Beschreibung, ja, steht auch einer. Gut, also Stahlfahrzeuge haben wir schön durchgemischt. Hier haben wir auch einen extra Kuhhof noch dazu. Und ja, das wäre unser Kuhhof. Ja, metrisch haben wir auch und da fangen wir schon wieder von unten an. Gut, oder von vorne. So, der steht hier. Hier haben wir einen Kuhhof und hier wäre auch noch ein Kuhstall. Also Kuhweide, Kuhstall ist hier. Und ja, Unterstellplätze, alles schön hier. Und ja, hier sehen wir auch, das sind so ein paar, ja, unsere Stadtfahrzeuge auch hier stehen. So, und das hier zum Beispiel ist der Müllplatz und das ist das hier. Also hier kann man auch so diverse Dinge wie Steine und alles verkaufen. So, gut. Die Lok, die schaut sicher sauber aus, weil sie auch vom Motor kommt und ja. Gut, schauen wir mal. Zusätzliche Früchte haben wir hier keine. Der Wartungskalender wurde nicht verändert. Verkaufen kann man, soweit ich hier sehe, eigentlich alles. Soweit. Und ja, bis auf die vom Premium, vom Forst-DLC, kann man fast alles verkaufen. Ja, Kuhstall haben wir ja schon einen Besitz, Verträge haben wir auch hier. Produktionen besitzt man noch keine. Und ja, also von dem her ist diese Karte eine, ja, wie soll ich sagen, abwechslungsreiche Karte. Hier hätten wir sogar einen Windpark. Und ja, hier kann man, könnte man sogar was hinstellen. Gut, so, ja, eine richtig schöne, abwechslungsreiche Karte haben wir hier. Auch mit Feldern, die hier, naja, rechteckige Felder sucht man hier vergebens. Forstwirtschaft haben wir auch relativ viel. Hier haben wir die Biogasanlage und eines, was ich gleich mal noch zeigen möchte, bevor wir zur neuen Ellerbach kommen, die ganzen Icons hier sind auch, ja, etwas verändert worden. Gut, und somit habe ich euch jetzt genug gesprochen über diese Karte
und schauen wir zur Ellerbach. Und da ist sie, die Ellerbach von Mosagrah. 409,43 Megabyte, voll mit Feldern, Höfen, eine Biogasanlage gibt es hier, Wälder für die Forstwirtschaft sind auch vorhanden, 179 Felder, 4 Höfe und neue Gebäude, neue Texturen, realistische Stoppelzerstörung, mehr Bodenwinkel für Precision Farming ist diese Karte auch hergerichtet. Saisonale Map-Objekte, Tierhändler, Sammlerobjekte, Produktionen, neue Zwischenfrucht gibt es auch und das ist eben ganz genau die Zwischenfrucht. Und ja, so schaut die Karte aus. 4 Höfe und zusätzliche Mods werden auch benötigt, die werden aber automatisch heruntergeladen. Sind alle auf Motub verfügbar. Gut, gibt es sonst noch etwas zu sagen zu dieser Karte? Eigentlich weniger. Ja, der Wachstumskalender wurde etwas verändert. Und ja, verkaufen kann man ehrlich gesagt auch alles. Also ich habe ehrlich gesagt noch nichts gesehen, was hier nicht zu verkaufen geht. Ja gut, bis auf die, aber die sind, ja, die brauchen wir eigentlich eh nicht. Gut, ja. So, Stadtfahrzeuge haben auch hier, springe ich gleich durch. Schweinestall, Kuhstall und Schafweide haben wir schon. Verträge gibt es hier, Produktion besitzt aber noch keine. Der Schweinestall ist hier oben zu finden. Auch schon mit Hof verbunden und allem drum und dran. Dann haben wir diesen Hof hier im leichten Spielermodus. Hier drüben ist ein zweiter Kuhhof und hier ist wirklich alles soweit schön, wirklich schön verpackt. Gut, dann, was haben wir noch? Ja, hier unten sind Bienenstöcke zu finden und diverse Fahrzeuge wie die hier beim Händler, bis auf den, ja, Jung Heinrich sind hier ja nur Deko, genauso wie hier rüben. Der Kalkstreuer und die Walze, rein nur Deko. Kann man, wenn man will, anfassen, aber nun ja, mehr aber nicht. So. Und ja, mein Fazit über diese Karte kann ich gleich sagen, weil ich habe sie schon ein bisschen angespielt. Top. Wirklich top. Also diese Karte kann ich eigentlich nur empfehlen zu spielen. Ist aber nicht für große Maschinen geeignet, eher für maximal mittlere Maschinen. Wirklich maximal. Und ja, ich würde mal sagen, eine Karte, die ihresgleichen sucht. Also sehr gut überarbeitet, konvertiert und. Weil die gibt es ja schon länger. Und gut, hier haben wir ein Sägewerk sogar für unsere Forstliebhaber. Und wie gesagt, ich finde hier eigentlich nicht wirklich viel, was ich ja bemängeln könnte oder sagen würde. Ja, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Also auf jeden Fall kann man bei dieser Karte getrost ein paar, ja, Saisonen verbringen. Straßenverkehr hat man ja auch. Und ja, ein Biogas, also ich sag mal, das ist die, ja, das Biomasse-Heizkraftwerk. Das kann man, hat man hier auch. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall jedem, der diese Karte spielt, viel Spaß. Der Old Gamer hat gestern schon darauf gestreamt ein paar Stunden lang und ja, wenn er einmal bei einer Karte sagt, schön und darauf streamt, kann man ohne weiteres sagen, oh ja, die kann man spielen. Gut, passt. Das war's dann mal soweit und jetzt kommen wir zu Karten, die leider nicht auf Motub rausgekommen sind. Und schauen wir mal, was die so können. Stützer Wii aus Wisconsin. Ja, diese Karte kommt von MRG Mapping. Da gibt es schon ein paar Kommentare. Und ja, schauen wir einmal,
was wir so hier finden. Und ja, ich zeige euch kurz die PDA hier. Ja, die Felder sind gewöhnungsbedürftig, ist halt etwas anderes, als man so gewohnt ist, aber es sind keine richtigen Felder. Das heißt, nun ja, man kann fast oder zum Teil nicht mit dem Helfer fahren, also man muss so, oder sollte alles selber oder so ziemlich viel selber machen. Gut, Wachstumskalender wurde etwas verändert. Der Mais, die Erntesaison von Mais wurde nämlich verändert hier. So, Silagekorn, Alfalfa hat man hier auch. Klee gibt es hier auch zu finden. So, Verkaufsstellen, Oliven, Trauben gehen nicht, Sonnenblumen, Baumwolle, Zucker und Schnitzler hat auch vergessen. Zuckerrohr geht, okay, Saatgut, Eier, Wolle, Hackschnitzel gehen nicht zu verkaufen, Silage geht zum Verkaufen. Ach ja, diverse Produkte gehen nicht zu verkaufen, Salat, also Gewächshäuser sollte man hier auch nicht platzieren, Schokolade, Bretter, Murik funktionieren hier auch nicht. Ja, also ziemlich, sogar noch ein paar Produkte, eigene Produkte sind hier und zum Teil sind die auch nicht zu verkaufen. Okay. Gut, man hat nur ein Fahrzeug auf dieser Karte, ein Schafstall, zwei Kuhställe gibt es hier und Verträge gibt es auch, Produktionen besitzt man noch keine. So, ja, blicken wir mal drüber, was besitzen wir schon? Wir besitzen hier diesen Schafstall, Anführungszeichen Hof, ja. Für so eine Karte, da muss ich ehrlich sagen, muss man sein. Ah ja, die Kühe bewegen sich, wenn ich richtig sehe. Und ja, ist in Ordnung eigentlich. Gut. Wie, was, wann steht leider nicht in der Beschreibung drinnen, was man hier zu finden hat. Das muss man erst selber rausfinden. Hier hat man auf jeden Fall Kuhhof. Der Kuhstall, ja, die restlichen Ställe, die sind zum Suchen und ja, schauen wir mal, was die Lok uns so zu bieten hat, weil die Karte gibt es auf Forbidden Mods und da ist ja wieder das nächste Problem. Ein paar Warnings, ich denke, diese werden nicht gerade viel für das Spiel das Spielerlebnis beitragen, dass es gehemmt wird. Gut, diverse Texturfehler, Errors, da wird eine XML nicht gefunden, für die Kühe, Hühner. Oh yeah. Many feeding places, also zu viele Futterplätze, okay. Und Kostags, ich gratuliere den Mapper, er hat Kostags reingebracht. Meiner Meinung nach sollte man diese Karte nicht spielen, vor allem durch die Kostags. Da kann es sein, dass irgendwann das Spiel einfach so abstürzt, einfriert und ja, meiner Meinung nach, wenn man Kostags, ehrlich gesagt, wenn man Kostags auf der Karte findet, am besten gehen lassen. Gut, so. Damit wären wir mit dieser Karte auch schon mal fertig. Typowa Polska Wies, auch V1, ist die letzte Karte mal für heute. Die letzte neue Karte für heute. Sie kommt vom Puma 145. Und ja, das ist das Gebiet, was wir schon am Anfang haben. Es ist eine kleine Karte. Insgesamt haben wir den Hof und zwei Felder. Fertig. Ja. An und für sich in puncto Größe habe ich kein Problem mit Karten. Ja, helferfreundlich sollten sie sein, wenn es stimmt. Und ja, zwei Bauernhöfe, 32 Felder, drei Wiesen. Roggen, Triticale, Dinkel, Luzerne, Karotten und Zwiebeln sind zusätzliche Kulturen. Gut. Den Sammelständen, also 10 Verkaufsstellen, Maschinengeschäft,
Abwechslungsreiches Gelände hat man schon eher, ja. So, Postenmarsch, ein Chundian 6110 Zettor. Und ja, mehr hat man dann nicht mehr. Gut. Und ja, es gehört laut einem Kommentar noch einiges überarbeitet. Schauen wir mal, was man hier so finden in der Lok. Und die ist soweit die Warning Performance. Das sind, glaube ich, Fehler von mir. Die habe ich nämlich bei jeder Karte drinnen. Also, ja. Dadurch, dass es nur Warnings sind, mache ich mir darüber keine Gedanken. Und ja, die Lok ist soweit, meine Damen und Herren, fehlerfrei. Und damit verabschieden wir uns einmal von den neuen Karten und gehen über zu den Updates dieser Woche, beziehungsweise der letzten paar Tage. So, bei den Updates haben wir als erstes die nordfriesische Marsch von unserem Feed Action und ja, die Karte sollte man eigentlich kennen. Eine Vierfachkarte mit vielen, wirklich vielen Produktionen, zusätzlichen Früchten und. So, die einzige Änderung für die Version 4.1.1 ist, das Mehrfamilienhaus in der Stadt wurde wieder richtig gedreht. Und das sind auch zwei Karten eigentlich. Einmal die mit Gräben und dann einmal ohne Gräben. Hier wurde bei beiden das gleiche geändert. Nordgrad von Warboss BY. Ja, hier gibt es auch eine neue Änderung. Insgesamt haben wir hier 53 Felder, über 127.000 Bäume, 3 BGAs, 4 Höfe, 6 Städte, ein Dorf, 2 Trains, also 2 Züge und natürlich ein Seehafen. So, hier wurde dann Folgendes geändert in der Version 2.0.3. Und zwar, man sollte erstens einmal die alte Version der Karte löschen und dann diese hineinfügen. Und ersetzt wurde der gesamte Wald. Dann Änderungen in der Preisdatei für Kauf und Verkauf. Die Situation bei der Ausführung von Verträgen wurde behoben. Jetzt kann man. Und jetzt werden die in Teil der Station auch zufälliger eruiert oder kommen zufälliger, nicht nur immer der Seehafen. So, Veränderungen in den Produktions- und Verbrauchsketten von Ressourcengegenständen in Form von Reifenspuren auf der Straße wurden entfernt. Da gab es Probleme mit dem Helfer, vor allem bei Feld 9. Alle Kollisionen der Verkehrsschilder wurden entfernt, Kollisionen von Stromleitungen, die Fahrbahn kreuzt, wurden zusätzlich entfernt. Die Höhe der Produktionshallen wurde erhöht und Produktionsverkaufsstellen, die Hangar, beim Hangar hier das gleiche, wurde auch erhöht, die Höhe. Die Sonnenkollektoren, Windkraftanlagen und Wärmekraftwerke erzeugen jetzt eine höhere Strommenge. Die Lautstärke der Soundeffekte in den Fabriken wurde reduziert. So, Auslöser für Entladen von Baumwolle wurde behoben bei der Stoffproduktion. So, im Seehafen, Ladestation wurde der Fehler behoben. Jetzt ist kein Entladen der Baumwolle mehr erforderlich, also extra Entladen der Baumwolle. Der Verkaufspreis wurde von 1,1 auf 1 gesenkt beim Seehafen. Und ja, Entlade- und Entladeauslöser wurden behoben. Und die feste Entlade- und Entladeauslöser wurden sind jetzt auch fest. Ich lese mal kurz alles durch. Herstellen von Mehl, Süßwaren, Getreidekomplex, Herstellen von alkoholischen Getränken, Saft, Getränkeproduktion, Düngemittelproduktion, Milchstoff, Factory Case, Herstellen von Produktion von Holzpellets, Ölraffinerie, Möbelfabrik, Bekleidungsproduktion, Zuckerverarbeitungsanlage, Kartoffelverarbeitung, dann Entladeauslöser hieß die hier zum Beispiel auch bei John Deere, Traktorproduktion, Kohle- und Eisenproduktion, Fleischverarbeitungsanlage, Zellstoffmühle, Gipsladestation. Der Auslöser für Entladen von Baumwolle wurde behoben bei der Stoffproduktion, das liegt glaube ich oben schon. Und weitere kleine Korrekturen.
County Line Multifood Vierfach 1.0.0.9 von Toffer 69. So, und so schaut die Karte aus. Wenn man sie spielen möchte oder sie schon spielt, dann gibt es hier auch so ziemlich ein größeres Update. Nämlich das Silo-Problem wurde behoben, dann Probleme mit bei den Hopfenmissionen wurden behoben, Tierfarmbereiche mit großen benutzerdefinierten Gehbereichen ausgestattet, Schaf und Ziegen sowie Ziegenmilch und Schafzollbereich wurde hinzugefügt, Ziegenmilch kann bei der Molkerei für Ziegenkäse verwendet werden. In bestimmten Bereichen wurde an weiteren Details gearbeitet, um das Aussehen zu verbessern. So, aufgrund der hinzugefügten Tierzonen und Änderungen ist ein neues Savecamp vonnöten. Kälberställe wurden zu den Kuhbereichen hinzugefügt. Beide Bilder der Hopfen- und Lavendelernte wurde das Spiel Forge Harvester und den Game Heater ohne Probleme verwendet. Okay. Gut, Outdrive-Kurse wurden aktualisiert. Die Stadtfarm hat jetzt Feld 13, 23 und 24 anstatt ein Stadtfeld. So, und bei 23 und 24 sollten Luzerne sein und bei 13 ist Hafer. So. Gut, dann Bearbeitung der Karte. Das ist hier die letzte Version wegen des neuen Teils. Und wenn man diese Karte auf deren Konsolen spielen möchte, könnten Konsolenspieler Probleme haben, weil die Karte ganz schön riesig geworden ist oder viel Slots verbraucht. New Horizon, eine 32-fach Karte von Wossi 1975, Version 1.5 ist die neueste Version. So, New Horizon, schauen wir uns euch mal an, kurz wie die Karte hier ausschaut, damit man ja ein bisschen was, einen Überblick bekommt. Und nicht vergessen, das ist 32 mal größer als die Standardkarte. Also eine wirklich riesige Karte, garantiert nicht für einen jeden. Und ja, sie wird auch dementsprechend, wie soll ich sagen, wenig Details haben. Manche mögen halt viele Details auch. So, und auch nicht flach. Und diese schauen mir verdammt flach aus. Oder großteils flach, sagen wir es mal so. So, Marke-Icon bei der Zugvermietung, also beim Zugmieten, der wurde überarbeitet. Fehler bei der Lagerung von Flüssigkeiten wurde behoben. Zukaufbare, diese Paletten können nun auch zum Betanken der Fahrzeuge benutzt werden. Dev kann jetzt beim Verkauf des Treibstoffhafens verkauft werden. Okay, Dev ist, das ist wahrscheinlich AdBlue. Brückenkollisionen bei der Salzfabrik zu großen Inseln und beim Hafen nördlich der kleinen Insel wurde behoben. Der Zug hat jetzt vier weitere Waggons, aber das wird nur bei einem neuen Spielstand kommt erst bei einem neuen Spielstand. So, damit Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir sehen uns natürlich wie gewohnt in 2 Tagen mit hoffentlich wieder neuen Karten. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.